Karies kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Morschheit oder Fäulnis. Karies ist eine durch Bakterien verursachte Erkrankung des Zahnes. Unser Körper ist von vielen Bakterien besiedelt. Die Besiedelung erfolgt in der Regel unmittelbar nach der Geburt, von den Eltern und der Umgebung. Nicht alle Bakterien sind schädlich. So ist zum Beispiel die Bakterienflora im Darmtrakt lebensnotwendig. Man spricht von Symbionten. Andere Bakterien wiederum besetzen einfach nur Lebensnischen. Man spricht von Kommensalen. Wir profitieren nicht unmittelbar von ihnen. Durch die Besetzung solcher Lebensnischen aber, von zum Beispiel unserer Haut durch kommensale Keime, wird verhindert, dass sich andere schädliche Bakterien niederlassen können. Manchmal kämpfen Bakterien und Wirt um die Vorherrschaft. Solche Keime nennt der Mediziner Opportunisten. Wird der Wirt durch die Vorherrschaft des Bakteriums geschädigt, das Bakterium gewinnt also den Kampf, dann bezeichnet man diese Keime als Pathogene. Im Mund haben wir eine Vielzahl von Bakterien. Die einen besetzen Lebensnischen und verhindern so, dass sich andere aggressive Keime niederlassen, andere Bakterien leben wiederum einfach neben uns her. So befinden sich in unserem Mund Symbionten und Kommensale. Die Bakterienflora kann sich aber schlagartig ändern, wenn sich zum Beispiel die Lebenssituation ändert. So werden dann aus kommensalen Bakterien plötzlich pathogene Keime. Dies passiert zum Beispiel bei der Karies. Der Mensch erkrankt an Karies, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen. Die wichtigsten Faktoren wären bestimmte Wirtsfaktoren, Zahnbelag, auch Plaque genannt, und Zeit. Unter Wirtsfaktoren sind alle Eigenschaften gemeint, die den Wirt betreffen. Zum Beispiel Zahnanatomie, Speichelzusammensetzung, Pflegegewohnheiten. Die Plaque ist der Zahnfilm, bestehend aus Kohlehydraten, Speichelbestandteilen und Bakterien, der sich bildet, wenn die Zähne schlecht geputzt werden. Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, schlechte Pflegegewohnheiten, Plaque und genügend Zeit, dann bildet sich eben Karies. Nun machen wir in der Animation eine Reise in die Plaque. Die Plaque ist organisiert wie eine kleine Stadt. Da gibt es Bakterien, die sind nur spezialisiert, sich am Zahn festzuhalten. Andere Bakterien wiederum dienen dem Nährstofftransport, indem sie Beförderungsröhren bilden. Streptococcus mutans Bakterien zum Beispiel produzieren aus Kohlehydraten organische Säuren, die den Zahn angreifen, indem sie die in der Zahnhartsubstanz vorhandenen Mineralien herauslösen. Eine Plaque ist also eine kleine Stadt. Die Bildung einer reifen Plaque dauert ca. 24 Stunden. Dann erst werden aus den ursprünglich kommensalen und symbiotischen Bakterien Pathogene. Unorganisiert sind die Mundbakterien also ungefährlich. Erst in der reifen Plaque verursachen sie Karies und Parodontitis. Deshalb ist es so wichtig, die Plaque effizient mit der Munddusche, Zahnseide und der Zahnbürste zu entfernen. Man nimmt den Bakterien somit den Lebensraum. Ohne Lebensraum können die Bakterien keinen Schaden anrichten. In der Plaque lösen die Bakterien, genauer gesagt die Bakterienprodukte, den Zahnschmelz auf. Sobald aber die Karies dann das Zahnbein, Dentin genannt, erreicht hat, hier gelb dargestellt, kommt es zur bakteriellen Besiedlung des Dentins. Das Dentin enthält nämlich Proteine, die den Bakterien weiter als Nahrungsgrundlage dienen. Auch wenn die Plaque nun gut entfernt wird, die Karies ist nicht mehr aufzuhalten. So bekommt die Karies eine Eigendynamik. Mehr dazu im Video Initialkaries. Zahnschmerzen haben sie meist erst dann, wenn die Karies den Zahnnerv erreicht hat, hier rot umrandet. Dann muss aber eine Wurzelbehandlung durchgeführt werden, denn der Zahnnerv ist dann mit Bakterien infiziert. Wird die Wurzelbehandlung schlecht durchgeführt, dann kommt es häufig auch nach Jahren zu einer Knochenentzündung. Der Patient spricht dann häufig von einem Herd. Eine Wurzelspitzenresektion oder Zahnextraktion ist dann die Folge. Wie eine gute Wurzelbehandlung auszusehen hat, erfahren Sie im Video Wurzelbehandlung. Nun wird die übliche Zahnkarriere etwas klarer verständlich. Die übliche Zahnkarriere bedeutet üblicherweise mit 50 Kronen, Brücken, Teilprothesen und manchmal schon Totalprothesen. Sie sehen hier verschiedene Röntgenbilder von Patienten aus diversen Ordinationen. Fällt Ihnen auf, dass all diese Patienten, sowie vermutlich Sie selbst, sogenannte schlechte Zähne nur im Seitzahnbereich haben?
Auf all diesen Aufnahmen erkennt selbst der Laie, dass die Menschen Füllungen, Kronen, Brücken, die hellen Flecken auf den Röntgenbildern, zuerst im Seitzahnbereich bekommen. Wieso? Leider hastet man allzu häufig oberflächlich über die Zähne, ist im Gedanken woanders und lässt sich von dem frischen Gefühl der Zahnpasta täuschen. Dabei wird die Front, also die Auslage, meistens ausreichend geputzt. Hinten im Seitzahnbereich haben wir Putzdefizite. Das hat Folgen. Versteckte Belege, vor allem in den Zahnzwischenräumen, führen nach einiger Zeit zu einer Zerstörung des Zahnschmelzes, Karies und auch zur Zahnfleischentzündung, Parodontitis. Deshalb bekommen wir also die Füllungen zuerst auf der Seite. Kommen dann noch schlechte zahnärztliche Arbeiten und eine schlechte Aufklärung hinzu, dann haben die meisten eben mit 50 im Seitzahnbereich keine oder kaputte Zähne. Die Frontzähne werden dadurch überbelastet und mit 60 ist sie dann da. Die Totalprothese, eine typische Zahnpflegekarriere. Regelmäßige gute Mundhygiene, gute zahnärztliche Arbeiten und oder Aufklärung verhindern die Kariesbildung. Mit checkdent.com haben Sie bis ins hohe Alter gut